Es gibt niemanden in der Welt, der so viele Geschichten weiß als Ole Lukoie. Der kann gehörig erzählen. So gegen Abend hin, wenn die Kinder noch nett am Tische oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt Ole Lukoie. Er kommt leise die Treppe herauf, denn er geht auf Socken. Er macht leise die Türen auf und husch, da spritzt er den Kindern süße Milch in den Augen hinein. Und das so fein, aber doch immer genug, dass sie die Augen nicht aufhalten und ihn deshalb auch nicht sehen können. Er schleicht sich hinter sie, bläst ihnen sanft in den Nacken und davon wird ihnen schwer in dem Kopfe. Oh ja, aber es tut nicht weh, denn Ole Lukoie meint es gut mit den Kindern. Er will nur, dass sie ruhig sein sollen. Und das sind sie am ersten, wenn man sie zu Bette gebracht hat. Sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann. Wenn die Kinder dann schlafen, setzt sich Ole Lukoie auf ihr Bett. Er ist gut gekleidet, sein Rock von Seide, aber es ist unmöglich zu sagen, von welcher Farbe. Denn er glänzt grün, rot und blau, je nachdem er sich wendet. Unter jedem Arme hält er einen Regenschirm, den einen mit Bildern darauf, spannt er über die guten Kinder aus und dann träumen sie die ganze Nacht die herrlichsten Geschichten. Aber den anderen Schirm, auf welchem durchaus nichts ist, stellt er über die unartigen Kinder. Dann schlafen sie wie dumm und haben am Morgen, wenn sie erwachen, nicht das Geringste geträumt. Nun werden wir hören, wie Ole Lukoie an jedem Abend in einer Woche zu einem kleinen Knaben kam, welcher Hjalmar hieß, und was er ihm erzählte. Es sind 7 Geschichten, denn es sind 7 Tage in der Woche. Montag. Höre mal, sagte Ole Lukoie am Abend, als er Hjalmar zu Bett gebracht hatte. Nun werde ich aufputzen. Da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen, welche ihre langen Zweige unter der Zimmerdecke und längs den Wänden ausstreckten, so dass die Stube wie ein prächtiges Lusthaus aussah. Und alle Zweige waren voll Blumen, und jede Blume war schöner als eine Rose, duftete lieblich, und wollte man sie essen, so war sie noch süßer als eingemachtes. Die Früchte glänzten wie Gold, und Kuchen war da, der vor lauter Rosinen platzte. Es war unvergleichlich schön. Aber zu gleicher Zeit ertönte ein schreckliches Jammern aus dem Tischkasten her, wo Hjalmars Schulbücher lagen. »Was ist nur das?« sagte Ole Lukoie und ging nach dem Tische und zog den Kasten auf. Es war die Schiefertafel, auf der es riss und wühlte, denn es war eine falsche Zahl in das Rechenexempel gekommen, sodass es nahe dran war, auseinanderzufallen. Der Griffel hüpfte und sprang an seinem Bande, als ob er ein kleiner Hund wäre, der dem Rechenexempel helfen möchte. Aber er konnte es nicht. Und dann jammerte es auch an Hjalmars Schreibebuche. Oh, es war hässlich anzuhören. Auf jedem Blatte stand der Länge nach herunter die großen Buchstaben, einem jeden ein kleiner zur Seite. Das war eine Vorschrift. Und neben diesen standen wieder einige Buchstaben, welche ebenso auszusehen glaubten. Und diese hatte Hjalmar geschrieben. Sie lagen aber fast so, als ob sie über die Bleistiftlinien gefallen wären, auf denen sie stehen sollten. »Seht, so sollt ihr euch halten«, sagte die Vorschrift. »Seht, so schräg geneigt, mit einem kräftigen Schwunge.« »Oh, wir möchten gern«, sagten Hjalmars Buchstaben. »Aber wir können nicht, wir sind so schwächlich.« »Dann müsst ihr einnehmen«, sagte Ole Lukoie. »Oh nein«, riefen sie, und dann standen sie so schlank, dass es eine Lust war. »Ja, nun können wir keine Geschichte erzählen«, sagte Ole Lukoie. »Nun muss ich sie exerzieren. 1, 2, 1, 2.« Und so exerzierte er die Buchstaben, und sie standen ganz schlank und so schön, wie nur eine Vorschrift stehen kann. Aber als Ole Lukoie ging und Hjalmar sie am Morgen besah, da waren sie ebenso schwächlich und jämmerlich wie früher. Dienstag.
Sobald Hjalmar zu Bette gegangen war, berührte Ole Lukoje mit seiner kleinen Zauberspritze alle Möbel in der Stube. Und zugleich fingen sie an zu plaudern und sprachen allesamt von sich selbst, mit Ausnahme des Spucknapfes, welcher stumm dastand und sich darüber ärgerte, dass sie so eitel sein könnten, nur von sich selbst zu sprechen, nur an sich selbst zu denken und durchaus keine Rücksicht auf den zu nehmen, der bescheiden in der Ecke stand und sich bespucken ließ. Über der Kommode hing ein großes Gemälde in einem vergoldeten Rahmen. Das war eine Landschaft. Man sah darauf große alte Bäume, Blumen im Grase und einen breiten Fluss, welcher um den Wald herumfloss, an vielen Schlössern vorbei und weit hinaus in das wilde Meer. Ole Lukoje berührte mit seiner Zauberspritze das Gemälde. Da begannen die Vögel darauf zu singen. Die Baumzweige bewegten sich. Die Wolken zogen weiter. Man konnte ihren Schatten über die Landschaft hingleiten sehen. Nun hob Ole Lukoje den kleinen Hjalmar zu dem Rahmen empor und stellte seine Füße in das Gemälde, gerade in das hohe Gras. Da stand er. Die Sonne beschien ihn durch die Zweige der Bäume. Er lief hin zum Wasser und setzte sich in ein kleines Boot, welches dort lag. Es war rot und weiß angestrichen, die Segel glänzten wie Silber, und 6 Schwäne mit Goldkronen um den Hals und einem strahlenblauen Stern auf dem Kopfe zogen das Boot an dem grünen Walde vorüber, wo die Bäume von Räubern und Hexen und die Blumen von den niedlichen kleinen Elfen und von dem, was die Schmetterlinge ihnen gesagt haben, erzählen. Die herrlichsten Fische mit Schuppen wie Silber und Gold schwammen dem Boote nach. Mitunter machten sie einen Sprung, dass es im Wasser plätscherte. Und Vögel, rot und blau, klein und groß, flogen in 2 langen Reihen hinterher. Die Mücken tanzten und die Maikäfer sangen bum, bum. Sie wollten Hjalmar alle folgen. Und jeder hatte eine Geschichte zu erzählen. Das war eine Lustfahrt. Bald waren die Wälder dicht und dunkel, bald waren sie wieder herrlichste Gärten voll Sonnen und Blumen. Da lagen große Schlösser von Glas und von Marmor. Auf dem Altar standen Prinzessinnen, und diese waren alle kleine Mädchen, die Hjalmar gut kannte. Er hatte früher mit ihnen gespielt. Jede streckte die Hände aus und hielt das niedlichste Zuckerherz hin, welches je eine Kuchenfrau verkaufen konnte. Und Hjalmar fasste die eine Seite des Zuckerherzes an, indem er vorüberfuhr. Und die Prinzessin hielt rechts fest. Und so bekam jeder ein Stück. Sie das kleinste, Hjalmar das größte. Bei jedem Schlosse standen kleine Prinzen Schildwache. Sie schulterten mit Goldsäbeln und ließen Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Man sah es ihnen an, dass es echte Prinzen waren. Bald segelte Hjalmar durch Wälder, bald durch große Säle oder mitten durch eine Stadt. Er kam auch durch die, in welchem sein Kindermädchen wohnte, welche ihn getragen hatte, da er noch ein kleiner Bube war und die ihm immer so gut gewesen. Sie nickte und winkte und sang den niedlichen kleinen Vers, den sie selbst gedichtet und Hjalmar gesendet hatte. Ich denke deiner so manches Mal, mein treuer Hjalmar, du Lieber. Ich gab dir Küsse ohne Zahl auf Stirne, Mund und Augenlider. Ich hörte dich lallen das erste Wort, doch musste ich dir Abschied sagen. Es segne der Herr dich an jedem Ort, du Engel, den ich getragen. Und alle Vögel sangen mit. Die Blumen tanzten auf den Stielen und die alten Bäume nickten, als ob Ole Lukoje ihnen auch Geschichten erzählte. Mittwoch. Nein, wie strömte der Regen draußen hernieder. Hjalmar konnte es im Schlafe hören, und da Ole Lukoje ein Fenster öffnete, stand das Wasser hierauf bis an das Fensterbrett. Es war ein ganzer See da draußen, aber das prächtigste Schiff lag dicht am Hause. »Willst du mitsegeln, kleiner Hjalmar?« sagte Ole Lukoje. »So kannst du diese Nacht nach fremden Ländern gelangen und morgen wieder hier sein.« Da stand Hjalmar plötzlich in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiffe. Sogleich wurde das Wetter schön und sie segelten durch die Straßen, kreuzten um die Kirche und nun war alles eine große wilde See.
Sie segelten so lange, bis kein Land mehr zu erblicken war. Sie sahen einen Flug Störche. Die kamen auch aus der Heimat und wollten nach den warmen Ländern. Ein Storch flog immer hinter dem anderen, und sie waren schon weit, weit geflogen. Einer von ihnen war so ermüdet, dass seine Flügel ihn kaum noch zu tragen vermochten. Er war der Letzte in der Reihe, und bald blieb er ein großes Stück zurück. Zuletzt sank er mit ausgebreiteten Flügeln tiefer und tiefer. Er machte noch wenige Schläge mit den Schwingen, aber es half nichts. Nun berührte er mit seinen Füßen das Tauwerk des Schiffes. Dann glitt er vom Segel herab und bums, da stand er auf dem Verdecke. Jetzt nahm ihn der Schiffsjunge und setzte ihn in das Hühnerhaus zu den Hühnern, Enten und Truthähnen. Der arme Storch stand befangen mitten unter ihnen. »Seht den Kerl an«, sagten alle Hühner. Der kalkuttische Hahn blies sich so dick auf, wie er konnte, und fragte, wer er wäre. Die Enten gingen rückwärts und pufften einander. »Rappel dich, rappel dich!« Und der Storch erzählte vom warmen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauße, der, einem wilden Pferde gleich, die Wüste durchlaufe. Aber die Enten verstanden nicht, was er sagte, und dann pufften sie einander. »Wir sind doch wohl alle derselben Meinung, nämlich, dass er dumm ist.« »Ja, sicher ist er dumm«, sagte der Truthahn, und dann kollerte er. Da schwieg der Storch und dachte an sein Afrika. »Das sind herrlich dünne Beine, die ihr habt«, sagte der Kalkutta. »Was kostet die Elle davon?« »Skrat, skrat, skrat«, grinsten alle Enten, aber der Storch tat, als ob er es nicht höre. »Ihr könnt immer mitlachen«, sagte der Kalkutta zu ihm. »Denn es war sehr witzig gesagt. Oder war es euch vielleicht zu hoch? Ach, ach, er ist nicht vielseitig. Wir wollen interessant unter uns selbst bleiben.« Und dann gluckte er, und die Enten schnatterten »Gigak, gigak«. Es war schrecklich, wie sie sich selbst belustigten. Aber Hjalmar ging nach dem Hühnerhause, öffnete die Türe, rief den Storch, und er hüpfte zu ihm heraus auf das Verdeck. Nun hatte er ja ausgeruht, und es war, als ob er Hjalmar zunickte, ihm zu danken. Darauf entfaltete er seine Schwingen und flog nach den warmen Ländern. Aber die Hühner gluckten, die Enten schnatterten, und der kalkuttische Hahn wurde feuerrot am Kopfe. »Morgen werden wir Suppe von euch kochen«, sagte Hjalmar. Damit erwachte er und lag in seinem leinernen Bette. Es war doch eine sonderbare Reise, die Ole Lukoje ihn diese Nacht hatte machen lassen. Donnerstag. »Weißt du was?«, sagte Ole Lukoje. »Werde nur nicht furchtsam. Hier wirst du eine kleine Maus sehen.« Dann hielt er seine Hand her mit dem leichten, niedlichen Tiere. »Sie ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Hier sind in dieser Nacht zwei kleine Mäuse, die in den Stand der Ehe treten wollen. Sie wohnen unter deiner Mutter Speisekammer Fußboten. Das soll eine schöne Wohnung sein.« »Aber wie kann ich durch das kleine Mauseloch im Fußboden hindurchkommen?«, fragte Hjalmar. »Lass mich nur sorgen«, sagte Ole Lukoje. »Ich werde dich schon klein machen.« Und nun berührte er Hjalmar mit seiner Zauberspritze, worauf dieser sogleich kleiner und kleiner wurde. Zuletzt war er keinen Finger lang. »Nun kannst du dir die Kleider des Zinnsoldaten leihen. Ich denke, sie werden dir passen. Und es sieht gut aus, Uniform zu haben, wenn man in Gesellschaft ist.« »Ja, freilich«, sagte Hjalmar und war im Augenblick wie der niedlichste Zinnsoldat angekleidet. »Wollen Sie nicht so gut sein, sich in Ihrer Mutter Fingerhut zu setzen?«, sagte die kleine Maus. »Dann werde ich die Ehre haben, sie zu ziehen.« »Gott, wollen sich das Fräulein selbst bemühen«, sagte Hjalmar. Und so fuhren sie zur Mausehochzeit. Zuerst kamen sie unter dem Fußboden in einen langen Gang, der aber nicht höher war, als dass sie gerade mit dem Fingerhut dort fahren konnten. Und der ganze Gang war mit faulem Holze illuminiert. »Riecht es hier nicht herrlich?«, fragte die Maus, die ihn zog. »Der Gang ist mit Speckschwarten geschmiert. Es kann nichts Schöneres geben.«
Nun kamen sie in den Brautsaal hinein. Sie standen zur Rechten, alle kleinen Mäusedamen, die wisperten und pisperten, als ob sie einander zum Besten hätten. Zur Linken standen alle Mäuseherren und strichen sich mit der Pfote den Schnauzbart. Mitten in dem Saale aber sah man das Brautpaar. Es stand in einer ausgehöhlten Käserinde und küsste sich gar schrecklich viel vor aller Augen, denn es war Verlobung und es sollte auch gleich Hochzeit sein. Es kamen immer mehr und mehr Fremde. Die eine Maus war nahe daran, die andere totzutreten. Das Brautpaar hatte sich mitten in die Türe gestellt, sodass man weder hinaus noch hereingelangen konnte. Die Stube war ebenso wie der Gang mit Speckschwarten eingeschmiert. Das war die ganze Bewirtung. Aber zum Dessert wurde eine Erbse vorgezeigt, in die eine Maus aus der Familie den Namen des Brautpaares eingebissen hatte. Das heißt, den ersten Buchstaben. Das war etwas Außerordentliches. Alle Mäuse sagten, dass es eine schöne Hochzeit sei und dass die Unterhaltung sehr angenehm gewesen wäre. Da fuhr Hjalmar wieder nach Hause. Er war wahrlich in vornehmer Gesellschaft gewesen, aber er hatte auch sehr zusammenkriechen, sich klein machen und Zinnsoldatenuniform anziehen müssen. Freitag. Es ist unglaublich, wie viele ältere Leute es gibt, die mich gar zu gern haben möchten, sagte Ole Lukoje. Es sind besonders die, welche etwas Böses verübt haben. Guter kleiner Ole, sagten sie zu mir, wir können die Augen nicht schließen, und so liegen wir die ganze Nacht und sehen all unsere bösen Taten, die wie kleine hässliche Kobolde auf der Bettstelle sitzen und uns mit heißem Wasser bespritzen möchten. Möchtest du doch kommen und sie fortjagen, damit wir einen guten Schlaf bekämen? Dann seufzten sie tief. Wir möchten es wahrlich gern bezahlen. Gute Nacht, Ole. Das Geld liegt im Fenster. Aber ich tue es nicht für Geld, sagte Ole Lugoje. Was wollen wir nun diese Nacht vornehmen? Fragte Hjalmar. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nacht wieder Lust hast, zur Hochzeit zu gehen. Es ist eine andere Art, als die gestrige war. Deiner Schwester große Puppe, die, welche wie ein Mann aussieht und Hermann genannt wird, will sich mit der Puppe Bertha verheiraten. Es ist obendrein der Puppe Geburtstag und deshalb werden sie sehr viele Geschenke bekommen. Ja, das kenne ich schon, sagte Hjalmar. Immer wenn die Puppen neue Kleider nötig haben, lässt meine Schwester sie ihren Geburtstag feiern oder Hochzeit halten. Das ist sicher schon 100 Mal geschehen. Ja, aber in dieser Nacht ist es die 101. Hochzeit. Wenn 101 aus ist, dann ist alles vorbei. Deshalb wird diese so beispiellos schön. Sieh nur einmal. Und Hjalmar sah nach dem Tische. Da stand das kleine Papphaus mit Licht in den Fenstern. Und draußen davor präsentierten alle Zinnsoldaten das Gewehr. Das Brautpaar saß gedankenvoll, wozu es wohl Ursache hatte, auf dem Fußboden und lehnte sich gegen das Tischbein. Aber Ole Lukoje, in der Großmutter schwarzen Rock gekleidet, traute sie. Als die Trauung vorbei war, stimmten alle Möbel in der Stube folgenden schönen Gesang an, welcher von dem Bleistift geschrieben war. Er ging nach der Melodie des Zapfenstreiches. Das Lied ertöne wie der Wind, dem Brautpaar hoch, das sich verbindt, sie prangen beide steif und blind, da sie von Handschuhleder sind. Hurra, hurra, ob taub, ob blind, wir singen es in Wetter und Wind. Und nun bekamen sie Geschenke. Aber sie hatten sich alle Speisewaren verbeten, denn sie hatten an ihrer Liebe genug. Nun wollen wir noch eine Sommerwohnung beziehen oder auf Reisen gehen? Fragte der Bräutigam. Da wurde die Schwalbe, die viel gereist war, und die alte Hofhenne, welche 5 Mark Küchlein ausgebrütet hatte, zu Rate gezogen. Die Schwalbe erzählte von den herrlichen, warmen Ländern, wo die Weintrauben so groß und schwer hingen, wo die Luft so mild sei und die Berge Farben hätten, wie man sie hier nicht an ihnen kenne. »Aber unseren Braunkohl haben sie doch nicht«, sagte die Henne. »Ich war einen Sommer lang mit all meinen Küchlein auf dem Lande. Da war eine Sandgrube, in der wir umhergehen und kratzen konnten. Und dann hatten wir Zutritt zu einem Garten mit Braunkohl. Oh, wie herrlich war der! Ich kann mir nichts Schöneres denken.« »Aber der eine Kohlstrunk sieht ebenso aus wie der andere«, sagte die Schwalbe. »Und dann ist hier gar so oft schlechtes Wetter.
Ja, daran ist man gewöhnt, sagte die Henne. Aber hier ist es kalt und es friert. Das ist gut für den Kohl, sagte die Henne. Übrigens können wir es auch warm haben. Hatten wir nicht vor 4 Jahren einen Sommer, der 5 Wochen lang währte? Es war hier so heiß, man konnte nicht atmen. Und dann haben wir nicht all die giftigen Tiere, die sie dort haben. Und wir sind von Räubern frei. Der ist ein Bösewicht, der nicht findet, dass unser Land das Schönste ist. Er verdient wahrlich nicht, hier zu sein. Und dann weinte die Henne und fuhr fort. Ich bin auch gereist. Ich bin in einer Bütte über 12 Meilen gefahren. Das ist durchaus kein Vergnügen beim Reisen. Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau, sagte die Puppe Bertha. Ich halte auch nichts davon, Berge zu bereisen, denn das geht nur hinauf und dann wieder herunter. Nein, wir wollen hinaus vors Tor in die Sandgrube ziehen und im Kohlgarten umherspazieren. Und dabei blieb es. Sonnabend. Bekomme ich nun Geschichten zu hören? Fragte der kleine Hjalmar, sobald Ole Lukoje ihn in den Schlaf gebracht hatte. Diesen Abend haben wir nicht Zeit dazu, sagte Ole Lukoje und spannte seinen schönen Regenschirm über ihm auf. Betrachte nur diese Chinesen. Der Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale mit blauen Bäumen und spitzen Brücken und mit kleinen Chinesen darauf, die da standen und mit dem Kopf nickten. Wir müssen die ganze Welt zum Morgen schön aufgeputzt haben, sagte Ole Lukoje. Es ist ja dann ein Feiertag, es ist Sonntag. Ich will nach den Kirchtürmen hin, um zu sehen, ob die kleinen Kirchenkobolde die Glocken polieren, damit sie hübsch klingen. Ich will hinaus auf das Feld und sehen, ob die Winde den Staub von Gras und Blättern blasen. Und was die größte Arbeit ist, ich will alle Sterne herunterholen, um sie zu polieren. Ich nehme sie in meine Schürze, aber erst muss ein jeder nummeriert werden. Und die Löcher, worin sie da oben sitzen, müssen auch nummeriert werden, damit sie wieder auf den rechten Fleck kommen. Sonst würden sie nicht festsitzen, und wir bekämen zu viele Sternschnuppen, indem der eine nach dem anderen herunterputzeln würde. Hören Sie, wissen Sie was, Herr Ole Lukoje? Sagte ein altes Porträt, welches an der Wand hing, wo Hjalmar schlief. Ich bin's, Hjalmars Urgroßvater. Ich danke Ihnen, dass Sie dem Knaben Geschichten erzählen, aber Sie müssen seine Begriffe nicht verwirren. Die Sterne können nicht heruntergenommen werden. Die Sterne sind Weltkugeln, ebenso wie unsere Erde. Und gerade das ist das Gute an ihnen. Ich danke dir, du alter Großvater, sagte Ole Lukoje. Ich danke dir. Du bist ja das Haupt der Familie. Du bist das Urhaupt. Aber ich bin doch älter als du. Ich bin ein alter Heide. Römer und Griechen nannten mich den Traumgott. Ich bin in die vornehmsten Häuser gekommen und komme noch dahin. Ich weiß sowohl mit Geringen wie mit Großen umzugehen. Nun, kannst du erzählen. Und dann ging Ole Lukoje und nahm seinen Regenschirm mit. Nun, nun, man darf seine Meinung wohl gar nicht mehr sagen, brummte das alte Porträt. Da erwachte Hjalmar. Sonntag. Guten Abend, sagte Ole Lukoje und Hjalmar nickte und sprang dann hin und kehrte das Porträt des Urgroßvaters gegen die Wand um, damit es nicht wie gestern mit hineinsprechen möchte. Nun musst du mir Geschichten erzählen, von den 5 grünen Erbsen, die in einer Schote wohnen, von dem Hahnenfuße, der dem Hühnerfuße den Hof machte, und von der Stopfnadel, die so vornehm tat, dass sie sich einbildete, eine Nähnadel zu sein. Man kann auch des Guten zu viel bekommen, sagte Ole Lukoje. Du weißt doch wohl, dass ich dir am liebsten etwas zeige. Ich will dir meinen Bruder zeigen. Er heißt auch Ole Lukoje, aber er kommt zu niemand öfter als einmal. Und zu wem er kommt, den nimmt er mit auf sein Pferd und erzählt ihm Geschichten. Er kennt nur 2. Die eine ist so außerordentlich schön, dass sie niemand in der Welt sich denken kann. Und die andere ist so hässlich und grässlich, es ist gar nicht zu beschreiben. Dann hob Ole Lukoje den kleinen Hjalmar zum Fenster hinauf und sagte, »Da wirst du meinen Bruder sehen, den anderen Ole Lukoje. Sie nennen ihn den Tod. Siehst du,
Er sieht nicht so schlimm aus, wie in den Bilderbüchern, wo er ein Knochengerippe ist. Nein, das ist Silberstickerei, die er auf dem Kleider hat. Das ist die schönste Husarenuniform. Ein Mantel von schwarzem Samt fliegt hinten über das Pferd. Sieh, wie er in Galopp reitet. Und Hjalmar sah, wie dieser Ole Lukoje davonritt und sowohl junge wie alte Leute auf sein Pferd nahm. Einige setzte er vorn, andere hinten auf. Aber immer fragte er erst, wie steht es mit dem Zensurbuche? Gut, sagten sie allesamt. Ja, lass sie mich selbst sehen, sagte er. Und dann musste ihm jeder das Buch zeigen. Und alle die, welche sehr gut und ausgezeichnet hatten, setzte er vorn auf das Pferd und bekam die herrliche Geschichte. Die aber, welche ziemlich gut und mittelmäßig hatten, mussten hinten auf und bekamen die grässliche Geschichte zu hören. Sie zitterten und weinten, sie wollten vom Pferde springen, konnten es aber nicht, denn sie waren sogleich darauf festgewachsen. »Aber der Tod ist ja der prächtigste, Ole Lukoje«, sagte Hjalmar. »Vor ihm ist mir nicht bange.« »Das sollst du auch nicht sein«, sagte Ole Lukoje. »Sieh nur zu, dass du ein gutes Zensurbuch hast.« »Ja, das ist lehrreich«, murmelte des Urgroßvaters Porträt. »Es hilft doch, wenn man seine Meinung sagt.« Und nun gab er sich zufrieden. »Sieh, das ist die Geschichte von Ole Lukoje. Nun mag er dir selbst diesen Abend mehr erzählen.«